Was? Ich möchte nicht nochmal dahin. Da gibt's keine Zuckerwatte. Natürlich habe ich recht. Ich bin die Mama, ich habe immer recht. Ach, so ein Käse. Wir sind da. Jetzt muss ich jetzt nach 2 Folgen hintereinander nur schreien, weil du nur Mist machst. Hey Leute, was geht? Mama Daniel hier bei Spiel mit mir Apps and Games. Ich befinde mich gerade bei uns im Haus. Baby Kahn ist noch in der Schule, auf den warte ich noch. Und ich habe mir gedacht, ich räume in der Zeit einfach mal ein bisschen auf und um, weil das schaffen wir einfach nicht, wenn wir zu zweit da sind. Da gibt es immer so viel Zoff. Der müsste aber eigentlich bald wiederkommen. Hier diese ganzen Fässer und Kartons. Ich weiß überhaupt nicht, warum die hier drin rumstehen müssen. Wirklich. Weg damit. Ich habe hier schon so einen schönen modernen Couchtisch und eine moderne Couch gekauft. Eine andere Farbe? Nee. Würde ich gar nicht machen. Ich lasse erstmal schwarz. So. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe nur ein bisschen Angst, ehrlicherweise, irgendwas in Karls Zimmer zu machen. Nicht, dass er dann unglücklich ist damit. Deshalb lasse ich ihn das dann selber machen. Hier vielleicht so einen grauen Hallo? Teppich. Hallo? Ja, hallo? Mama Danja? Bibi Kahn? Mama Danja, hallo? Hat irgendjemand angerufen bei uns zu Hause? Nee, noch nicht. Okay, okay. Ich bin Was jetzt ist bei uns. Los? Ich bin jetzt bei uns Was im alten. Ich bin jetzt bei uns im alten Haus und ich habe ein kleines Problem. Also ich war in der Schule und ich wollte eigentlich nach Hause und dann. Ich erkläre es dir gleich, okay? Ich bin gerade bei uns im alten Haus und. Baby Kahn, was ist los? Nichts Schlimmes, nichts Schlimmes, versprochen. Ich komme nach Hause. Wo ist denn unser Haus? Aber ich muss vorsichtig sein. Siehst du vielleicht die Polizei oder so vor unserem Haus? Ich guck mal. Warum? Ich frage nur so, weil die Polizei gerade auf der Adoptionsinsel war und ich... Also hier ist noch niemand. Okay, wo ist denn unser Haus? Da, wo es das letzte Mal auch war, ganz am Ende von der okay, Straße. Okay. Soll ich dich irgendwo abholen? Nein, bitte nicht. Auch nicht zu mir teleportieren, okay? Das kann gefährlich für dich werden. Ich erkläre es dir gleich, aber dafür müssen wir nach Hause. Okay? Was ist denn passiert? Soll ich dich irgendwo holen? Soll ich dich suchen, finden? Nein, bleib einfach zu Hause. Mama Tanja, hör doch einmal auf mich. Du sollst nur einmal zu Hause bleiben, okay? Ich kann doch aber nicht auf dich hören, wenn ihr irgendwas mit Polizei... Ich weiß überhaupt nicht... Ja, ich erkläre es dir gleich, okay? Aber gleich bitte nicht schockiert sein, wenn du mich siehst, okay? Was? Bleib ruhig. Bist du schon zu Hause? Ich bin zu Hause. Ich bin da, Mama Danja. Oh, warte, ich bin gerade rausgegangen. Entschuldigung, ich komme wieder rein. Was ist denn mit dir passiert? Was hast du denn da an? Was ist das denn? Ein neues Outfit. Gefällt's dir? Du ziehst dich sofort wieder um. Wo kommst du denn? Wo hast du das denn her? Ich erklär's dir. Willst du dich vielleicht... Sollen wir uns erstmal hinsetzen dafür? Nein, ich will... Zieh dich um, wenn hier die Polizei vorbeikommt. Die wissen doch so... Was hast du denn gemacht? Warum hast du das an? Ja, aber ich habe meine alten Klamotten nicht. Du bist doch ein Baby. Du bist doch überhaupt nicht strafmündig. Warum warst du denn im Gefängnis? Meine Klamotten sind jetzt im Gefängnis. Also ich kann sie jetzt nicht abholen. Deswegen komm doch einmal kurz hier und ich muss mit dir reden. Och, Baby Kahn, was also, soll denn das? Es war so. Also, ich wollte nach der Schule wollte ich mit ein paar Freunden Pizza essen gehen. So, die Freunde wollten aber nicht mit, weil der Laden eigentlich geschlossen ist. Und ich dachte mir, hey, ich kenne doch Ramsey und so, der hat heute seinen Ruhetag. Aber ich dachte, hey, ich kann mir doch bestimmt eine Pizza holen. Ich habe mir eine Pizza geholt und auf einmal stand die Polizei vor der Tür, weil die Alarmanlage angegangen ist. Und die meinten, ich komme ins Gefängnis. Und dann war ich im Gefängnis und... Ich wollte da aber nicht mehr bleiben und bei der Pause bin ich dann kurz rausgegangen und jetzt, glaube ich, sucht die Polizei nach mir. Und du darfst nichts sagen, versprochen. Nichts sagen. Was ist denn hier? Nein, da können wir nicht einfach... Ziehst du dich jetzt bitte erstmal um? Aber ich habe meine Klamotten nicht. Wir sind doch im Gefängnis. So, muss ich die jetzt abholen oder was? Ich weiß doch gar nicht, wo das ist. Ich kann dir sagen, wo das ist, okay? Aber wir müssen vorsichtig sein. Versprochen, du hörst jetzt... Heute musst du einmal auf mich hören, okay? Weil sonst kann es sein, dass ich hier in diesem Adopt-Me-Gefängnis lande. Möchtest du das? Ich frage dich, möchtest du Nein, das? Nein, natürlich möchte ich das nicht, ja, aber also, ich... Da musst du auf mich hören, Mama Danja. Soll ich einen Anwalt anrufen oder was ist denn hier passiert? Ja, ich sag doch nur, also vielleicht... Also ich wäre jetzt erst dafür, dass wir zu Ramsey nochmal gehen, okay? Vielleicht spricht er ja mit uns diesmal. Ja, dann gehen wir zu... Soll ich dir was Neues zum Anziehen kaufen? Nein, noch nicht.
Wir müssen unauffällig sein, okay? Das heißt, unauffällig? Wir müssen unauffällig sein. Und dann läufst du mit der Klamotte hier durch die Gegend. Sag mal, merkst du es noch? Ja, du kannst ja vorgehen und immer sagen, ob die Polizei da ist, okay? Da ist niemand, komm. Okay. Luft ist rein. Geh bitte nicht auf die Straße, geh bitte da am Rand. Ja, ich gehe hier, okay? Hinter den großen Häusern. Ja. Okay, wenn du jemanden siehst, dann sag mir, dann schrei einfach ganz laut, okay? Weil ich möchte nicht nochmal dahin. Da gibt's keine Zuckerwatte. Natürlich gibt's da keine Zuckerwatte. Was hast du erwartet? Ja, ich war... Das hat mich so an Jailbreak erinnert. Komm jetzt mit! Wir holen jetzt deine Klamotten und dann erzähle ich denen mal ein paar Takte. Das gibt's ja wohl nicht. Die können Baby einsperren. Und mich vor allem nicht anrufen. Das finde ich schlimm. Dass sie dich einfach einsperren, ohne mich mal anzurufen. Was soll denn das? Ja, ich weiß, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Ich bin die Mama, ich habe immer recht. Ist Ramsay da? Okay, warte, ich verstecke mich lieber, falls Ramsay gleich die Polizei wieder anrufen möchte. Ja, Ramsay ist doch hier. Willst du mit ihm reden vielleicht? Hey, Ramsay. Ich kann hier nicht bleiben, ich kann hier nicht bleiben. Es tut mir leid, Mama Danja. Baby Khan. Ich kann hier nicht bleiben, das ist zu gefährlich. Was, wenn die Polizei gleich wiederkommt? Aber warum sind wir denn jetzt hier hingelaufen? Wollen wir nicht vielleicht erst kurz ins Gefängnis? Ich komme hier nicht mehr raus. Siehst du, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin jetzt... Oh, wo bin ich? Nein, Baby Khan. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich falle gerade. Du fällst? Ja, ich bin gerade nicht mehr auf der Insel. Ach, so ein Käse. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin wirklich wieder zu Hause. Können wir kurz zum Gefängnis und meine Klamotten holen? Ich weiß nicht, wo das Gefängnis ist. Ja, ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Wo bist du denn? Ich komme zur Adoptionsinsel. Ich war zu Hause. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, das war wieder Ramsay. Ich hab echt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich zurück zu Adopt Me überhaupt kommen kann. Komm mal bitte her. Ich bin hier. Ich bleib aber versteckt. Ja, besser ist. Besser. So, und wo ist jetzt das Gefängnis? Okay, komm mit. Bleibst du bitte auf der Straße? Kannst du... Hallo, du musst doch auf der Straße bleiben! Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll! Ich sag dir schon, wo du hingehst. Okay. Also die Polizei ist immer noch nicht unterwegs. Nein, ich habe auch keine Sirenen oder sonstiges gehört. Okay, komm mit. Soll ich es vorher hier sichern oder... Nee, hier ist gerade niemand. Nein, es sieht ganz gut aus. Es ist ja auch spät. Gleich sind wir da. Wir sind da. Das ist die Schule. Wir sind da. Das ist die Schule. Wir sind da. Das ist das Gefängnis. Das ist die Schule. Das ist das Gefängnis, was du letztens für mich gemacht hast, weil du jetzt in der Schule arbeitest. Ich war gar nicht im Gefängnis. Das ist meine Überraschung von der letzten Sache. Weißt du noch? Guck, ich hab mir jetzt sogar... Hier, ich hab wieder Klamotten. Warum hast du mir jetzt einen Herzinfarkt verpasst? Ja, du weißt ganz genau, wieso. Du weißt ganz... Nee, weiß ich nicht. Ich war nicht im Gefängnis. Was soll denn das jetzt hier schon... Zieh dir jetzt wieder deine normalen Klamotten an und geht's nach Hause. Du bewegst jetzt deinen Hintern nach Hause und legst dich ins Bett. Was soll denn das? Jetzt muss ich jetzt nach 2 Folgen hintereinander nur schreien, weil du nur Mist machst. Ich habe nichts gemacht. Das sollte nur eine Bestrafung für dich sein, Mama Danja. Nein, so funktioniert das nicht. Ich hab dir letztens noch gesagt, es gibt bald eine Überraschung für dich. Und das war deine Überraschung jetzt. Hä? Hat sie dir gefallen? Oh, toll. Schön, ich habe zu Hause schön neue Möbel gekauft und schön. Das schaue ich mir jetzt mal an. Aber das war eine gute Überraschung, ne? Das war eine super Überraschung, sage ich dir. Tschüss. Und Ramsay wusste sowieso Bescheid. Aha. Mama Danja? Oh, Mama Danja ist nicht da. Sie ist sauer. Aber hey, Ramsay, es hat geklappt. Es hat geklappt, wirklich. Es hat geklappt. Danke, dass du nichts gesagt hast. So, ja, ich brauche eine Pizza und mit Gemüse. Mama Danja. Ja, ich habe ihr gesagt, sie kriegt eine Überraschung. Wenn sie keinen Spaß versteht, dafür kann ich ja nichts. Hm? Oder, Leute? Oder war das ein bisschen zu fies? Ich glaube, es war ein bisschen zu fies. Ramsay, was sagst du dazu? Ich soll zur Poolparty? Okay. Dann feiern wir dieses Spektakel heute mit der Poolparty. Ich bin auch nicht müde. Ihr braucht mir nicht sagen, dass ich müde bin. Ich bin nicht müde. Es geht jetzt zur Poolparty. Vielleicht ist ja Mama dann ja da. Oder auch nicht. Oder doch? Wir schauen mal. Also ich finde, das war eine tolle Überraschung. Ja, sie war fies. Aber Mama Danja hat's verdient. Wieso? Weil sie einfach jetzt bei mir in der Schule arbeitet. Also, ich finde das nicht in Ordnung, muss ich sagen. Sie hätte mich fragen sollen. Ich habe ihr beim letzten Mal schon gesagt, das gibt eine Überraschung für dich. Eine dicke, fette Überraschung. Ja, und? Was ist passiert? Es war eine schöne Überraschung. Oh, euch geht's nicht gut. Aber ich bin jetzt hier bei der Poolparty. So. Wiehu! Oh, jetzt geht's mir auch nicht gut. Danke! Oh, dabei wollte ich doch nur Spaß bei der Poolparty haben. Ist das jetzt hier nur die Quittung dafür, dass ich...
Mama Danja geprankt habe. Es war doch nur... Ich bleib noch ein bisschen hier bei der Poolparty. Ist mir egal. Ich will hier noch auf die Rutsche. Also ich finde, das war ganz gut. Oder? Oder habe ich übertrieben? Nein, ich habe nicht übertrieben. Habe ich gar nicht. Nein, nein, nein. Jetzt gehe ich noch ins Krankenhaus. Aber nicht jetzt, dass sie wirklich die Polizei gerufen hat oder so. Hallo, aufpassen. Das wäre wirklich fies. Sie hat auch neue Möbel gekauft, hat sie gesagt. Okay. Vielleicht habe ich ein neues Zimmer. Oh, wobei, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann ist es nicht mehr mein Zimmer. War ja klar. Bibi Kahn in Aktion. Hallo. Hallöchen. Mir geht's mal wieder nicht so gut. Ja, Leute, das war's. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss schlafen. Und wahrscheinlich bekomme ich noch ganz viel Ärger von Mama Danja. Und wahrscheinlich auch Hausarrest. Wer weiß. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Eine Sache wundert mich aber schon. Also, Mama Danja hat auch noch nicht angerufen oder so. Oder sich gemeldet. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich glaube nicht. Wo ist denn Mama Danja? Das ist blöd. Keiner fragt nach mir. Hallo, hast du Mama Danja gesehen? Falls du Mama Danja siehst, sag Bescheid. Hey Leute, was geht? Kann immer spielen Maps und Games und Leute, willkommen zu einer neuen Roblox Adopt Me Folge mit Baby Khan. Und Mama Danja wollte später eigentlich auch noch dazukommen. Sie ist gerade noch ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie zur Schule wollte arbeiten, aber ja, ich bin jetzt erstmal zu Hause. Ich habe ausgeschlafen. Ja, ihr habt das vielleicht mitbekommen mit meiner Überraschung beim letzten Mal für Mama Danja. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, danach haben wir nicht mehr viel geredet. Ich habe sie auch nur einmal ganz kurz gesehen, also ich glaube, sie ist nicht mehr ganz so sauer. Aber ich starte hier meinen Tag alleine erstmal und ich muss jetzt erstmal duschen. Oh, Mama Danja hat hier das Badezimmer neu gemacht. Schön, das gefällt mir mit den ganzen Lichtern und der Tapete. Also wenn sie jetzt hier wäre, würde ich sagen, gut gemacht, Mama Danja. Aber sie ist ja nicht da. Und da sie auch nicht da ist, kann sie mich ja auch nicht kontrollieren, ob ich zur Schule gehe oder nicht. Ja gut, sie arbeitet jetzt momentan in der Schule, aber vielleicht war ich in einem anderen Klassenraum. So, ich habe Durst. Habe ich noch was oder muss ich was kaufen? So. Also ich denke, sie kommt heute Nachmittag wieder nach Hause. Und dann, wenn ich nach Hause gehe, werde ich mal kurz mit ihr reden. Na, also als Baby Khan. So, ich brauche was zu trinken. Gibt es hier vielleicht wieder Limonade auf der Adoptionsinsel? Hallo, verkauft hier. Es gibt Limonade. Möchte ich eine haben. So, dankeschön. Das ist super lecker. Gefällt mir. Ich kaufe mir eins noch für später. Jetzt geht es aber zur Poolparty. Beim letzten Mal bin ich ja krank geworden bei der Poolparty, aber ich glaube, heute wird das nicht passieren. Es ist ein ganz toller Tag. Mir geht's richtig gut. Wie geht's euch so? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vielleicht kaufe ich mir auch was Neues von, ich glaube, Jeff, so hieß er, oder? Red, okay. Ja, das hier. Das gefällt mir noch. So. Unter den Wasserfall am besten. So, oh, ist das cool. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Eine Sache wundert mich aber schon. Also, Mama Danja hat auch noch nicht angerufen oder so oder sich gemeldet. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich glaube nicht. Coole Poolparty. So, ich glaube, langsam wird es mal Zeit, dass ich... Ich gehe mal in die Schule, da ist bestimmt Mama Danja gerade. Dann sollten wir darüber reden und dann ist die Sache auch wahrscheinlich wieder gegessen. Na? Dann geht's uns wieder gut. Dann ist Baby Khan wieder das süßeste Baby bei Adopt Me. Mama Danja, ich bin da! Okay, hier ist es jetzt Frau Danja. So, wo ist sie denn? Hier im Klassenraum wahrscheinlich. Okay. Hallo. Vielleicht im Informatikraum? Auch nicht. Ah, der Schuldirektor ist auch nie da. Weil zu Hause war sie auch nicht. Ah, ja, okay, ich weiß, was sie macht. Ja, natürlich. Jetzt ist sie wahrscheinlich auch beim Campingplatz und sagt dann sowas wie, ja, hier, Überraschung, ne? Du hast dich da versteckt, ich habe mich auch da versteckt. Das sind meine Tricks. Hä? Hast du von mir gelernt. Aber sowas von. Na, guck, ich muss auch hier zum Camping. Wo ist sie denn? Mama Danja? Achso, sie hat sich wahrscheinlich versteckt, natürlich. Sie spielt ein Spiel mit mir. Ich hab dich! Mama Danja? Wo bist du denn? Wo ist sie denn? Es ist so dunkel. Ich bleib jetzt hier erstmal im Zelt.
Aber vorher muss ich mir noch ein Marshmallow holen. Schmeckt auf jeden Fall gut. Wenn sie zu Hause wäre, hätte sie bestimmt angerufen. Und gesagt, wo bleibst du, Baby Khan? Ich mach mir Sorgen. Weil das ist blöd, wenn sich keiner Sorgen macht. Ich meine, ich bin noch ein Baby. Also, ne, hier bei Adopt Me. Vielleicht ist sie hier in diesem Laden? Oh, das macht jetzt gar keinen Spaß. Nein. Nein. So, ich bin jetzt Khan Potter. Ich bin ein Zauberer. Und ich zaubere jetzt Mama Danja hier hin. Hallo, hast du Mama Danja gesehen? Hallo? Oh, anscheinend nicht. Was ist denn Mama Danja? Das ist blöd. Keiner fragt nach mir. Alles muss ich alleine machen. Ich würde jetzt gerne eine Pizza essen, aber ich möchte jetzt nicht zu Ramsay. Ich schaue noch mal ein letztes Mal in der Schule. Oh, oder vielleicht im Krankenhaus. Hallo? Hi. Hast du Mama Danja gesehen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist sie hier? Oh, was ist das denn? Oh nein, 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 ich möchte wieder raus. Ein goldener Apfel. Ein Heilungsapfel. Vielleicht macht das auch dieses Gefühl. Oh nein. Ich vermisse Mama Danja. Wo ist Mama Danja? Ist sie vielleicht im Zirkus? Ich hole mal meine Biene raus. Vielleicht kann die mir helfen. Falls du Mama Danja siehst, sag Bescheid. Es ruft mich auch keiner an. Sie ist bestimmt im Zirkus und hat ihren Spaß ohne mich. Hallo? Ich schau mal zu Hause. Aber zu Hause ist sie ganz bestimmt nicht. Und jetzt ist es schon wieder hell. Sie war den ganzen Tag nicht da. Ich meine, sie ist die Erwachsene. Ich bin das Baby hier. Sie hat sich den ganzen Tag nicht gemeldet bei mir. Das finde ich schon ein bisschen schade. Mama Danja, falls du das jetzt siehst und hörst. Ich schau jetzt bei ihr im Haus. Also bei uns im Haus. Wenn sie ein bisschen mehr Geld ausgegeben hätte, wäre das auch schön. Ja, so ein schönes Haus wäre auch toll. Aber gut, ich möchte mich nicht beschweren. Ich muss jetzt erstmal duschen. Ich gehe jetzt duschen. Mama Danja? Mama Danja, da bist du ja! Oh, wo warst du die ganze Zeit? Hallo, ich rede mit dir. Ja, was denn? Wo warst du die ganze Zeit? Ja, unterwegs und hab Sachen erledigt und so. Du hast dich gar nicht um mich Sorgen gemacht? Du hast dich gar nicht um mich gekümmert. Ja, warum auch? Du bist doch schon ein großes Kind. Nein, das war doch nur... Oh, ich hab doch nur Spaß gemacht. Ja, aber ehrlicherweise muss ich jetzt einfach mal sagen, ich wollte dir das nochmal ein bisschen heimzahlen. Vom letzten Mal. Dass du einfach abgedampft bist. Ja, aber das war doch... Ich wollte dir doch auch nur so eine böse Überraschung machen. Aber du kannst doch nicht... Die ganze Nacht war ich alleine. Ja, ja, du armes Kind. Und ich habe nichts gemacht und du warst einfach weg. Ja, stimmt. Findest du das fair? Ja. Finde ich nicht. Findest du nicht fair? Ich finde es total fair. Ich geh jetzt in mein Zimmer. Ich sehe da gar kein Problem. Ich gehe auch nicht zur Schule heute. Das ist mir relativ nett. Was? Doch, du gehst wohl in die Schule. Nein. Ab in die Schule jetzt Nein. Mit dir. Was soll denn das? Nein. Das ist wieder deine Schuld. Du bist so ein... Was? Du kannst doch nicht kannst einfach den ganzen Tag nicht zu Hause sein als Mama. Das macht man nicht. Geh doch einfach in die Schule. Was soll denn das immer diese Diskussion darum, okay, ob du... Okay, ich gehe in die Schule, wenn du nicht da bist. Ich werde nicht da sein. Wenn du da bist, ne? Dann gibt's nochmal eine Überraschung, sag ich dir jetzt schon. Ich werde nicht in der Schule sein. Ja, die Biene und ich, wir gehen jetzt. Ja, ich habe gekündigt. Das heißt, du kommst halt nicht wieder hin? Nein. Ja! Ich habe in der Schule gekündigt. Oh, super. Also, natürlich freut mich das nicht so, aber schon irgendwie. Mhm. Ja, dann müssen wir jetzt nur finanziell halt ein bisschen kürzer treten, wenn ich nicht mehr in der Schule arbeiten kann. Was heißt das? Das bin ich auch bewusst. Vielleicht müssen wir wieder aus dem Haus ausziehen? Vielleicht muss ich den Pool verkaufen. Nein! Okay, okay, okay. Du darfst wieder in der Schule arbeiten, wenn das der Pool dann... Oh, Mann! Das ist Erpressung, was du machst. Nee, ich sag's dir nur. Ich sag's dir nur. Was soll ich denn machen? Ist halt leider einfach... Es ist halt leider nicht so einfach, ne? Ja, ist okay. Ich mach's nicht nochmal, versprochen. Das ich bin jetzt Freundchen. Ich bin auch fleißig in der Schule. Dann fleißig in der Schule? Ja, ich bin jetzt hier ganz fleißig. Guck, das ist ja schon mal was. Ich kann hier auch eine Matheaufgabe lösen. Das ist ja schon mehr, als ich mir hätte erhoffen können. Dass du 5 mal 5.
sind 25. Stimmt! Ja, weißt du? Ich bin sehr stolz auf dich. So, ich fühle mich aber nicht so gut. Ich gehe noch einmal kurz ins Krankenhaus und dann haben wir uns wieder... Mir geht's schon wieder nicht gut. Och, Kahn, warum musst du denn immer krank werden? Ja, weil du wahrscheinlich nicht da warst. Ja, dann bist du krank vor Sorge. Hallo! Ja. Hallo! Warte. Das geht dann leider auch nicht ganz so ohne weiteres an mir vorbei, ne? Ja. Hallo, so, Doktor. Dankeschön. Können wir jetzt bitte nach Hause und diesen Tag jetzt hinter uns bringen? Ich möchte jetzt einfach nur zu Hause chillen. Ja, ich denke, das können wir machen. Okay? Ja. Gut. Leute, Mama Dania ist wieder zurück. Ich bin wieder da! Warum sie auch immer woanders war? Keine Ahnung. Aber es freut mich auf jeden Fall und ich verspreche, ich werde die nächste Zeit wieder ein bisschen brav sein, okay? Ah, das klingt gut. Wenn ich beim nächsten Mal wieder schreien muss, dann müssen wir uns was überlegen. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann Mama Dania. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das ist nicht dein Ernst. Nein, das geht so nicht. Dania, nein, das du macht bist überhaupt so blöd. Keinen Sinn. Du bist blöd. Mir wurde gesagt, dass ich das hübscheste Baby in Adopt Me City bin. Na klar doch. Na klar, wer hat dir das gesagt, deine Mami? Raus! Raus aus meinem Bett! Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Baby Dania! Das kommt gar nicht in Frage. Du bist Mama Dania, nicht Baby Dania. Hallo? Doch. Du bist nicht Baby Dania. Doch. Oh, wieso denn? Na, weil ich halt Baby Dania bin, Mann. Ich hatte auch mal wieder Lust da drauf. Okay, was hast du eigentlich für komische Sachen an? Bist du heute nur Baby Dania oder für immer? Du hast mir voll den Stil geklaut. Nein, ich bin heute halt mal Baby Dania. Und wenn ich das sein will, dann bin ich das. Ja, aber sonst bist du wieder Mama Dania, oder? Werden wir sehen. Nein, du bleibst danach Mama Dania, damit das klar ist. Heute, das ist ein Experiment. Nur so. Und ich wollte eigentlich was ganz anderes heute zeigen. Nein. Und zwar, ich hab jetzt extra Baby-Kahn-Klamotten. Kannst du das sehen? Diese Klamotten habe ich jetzt immer an, wenn ich Baby-Kahn bin. Mhm. Vielleicht auch mal, wenn wir einen Ausflug woanders hin machen, außerhalb von Adopt Me City, oder? Aber jetzt bist du ja Baby Dania, also kannst du gar nichts bestimmen. Das interessiert mich überhaupt nicht, was du für komische Klamotten anhast. Sieht eh doof aus. Du siehst doof aus. Hallo, du darfst nicht in dieses Haus. Na klar darf ich in das Haus, das ist mein Haus, hab ich gekauft. Ja und, aber hier wohne ich eigentlich auch. Ja na und, wir wohnen hier beide. Nein, aber hier ist nur Platz für ein Baby. Was für ein Baby? Nein. Das ist nicht dein Ernst. Nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Wer macht mir jetzt Essen? Wer holt mir was zu trinken? Boah, kümmere dich selber, du bist doch schon groß. Du kennst dich. Nein, bin ich aus gar hier. Nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist... Wo ist das mein kommt Zimmer? Gar nicht in... Nein, ist das ist... Zimmer? Hallo! Oh, ist das mein Zimmer? Das ist hier mein Zimmer. Nein, boah, nein! Voll langweilig aus. Kann man hier nicht mal... Nee, also echt, das hier ist mein Bett. So würde ich sagen, lassen wir das nicht. Guck mal, das Bett hier. Oh, hier kann ich schlafen. Lass das. Nein, das ist mein Zimmer hier. Jetzt, boah, ey, du bist voll anstrengend. Ich hab Hunger, ich geh mir was. Ich bin nicht anstrengend, du bist anstrengend. Jetzt geh raus, das ist mein Zimmer. Leute, könnt ihr es glauben, sie will einfach hier mein Zimmer verändern. Das kommt nicht in Frage. Und kannst du mir bitte auch was zu essen machen? Hallo, was ist denn mit meinem Essen? Ja, kümmere dich halt selber. Ich bin doch nicht deine Mutter. Jetzt muss ich mich selbst um mein Essen kümmern. Das finde ich nicht fair. Also, ich bin satt. Wollte ich nur mal sagen. Ja, war klar. Und wer bringt mich heute zur Schule? Ja, kannst du selber laufen oder kannst du selber laufen? Ich kann nicht selber laufen. Ist ja nicht mein Problem. Ja, aber du hättest mir sagen können, dass du heute Baby Dania bist. Nee, hätte ich überhaupt nicht. Hätte ich überhaupt nicht. Ich musste überhaupt nichts sagen. Ich bin dir nicht Rechenschaft schuldig. Oh doch. Nein, gar nicht. Guck, hier in der Küche gibt es kein Essen, gar nichts. Boah, ja, dann kümmere dich halt mal. Gibt's ja wohl nicht, du bist so unselbstständig. Dabei wollte ich dir heute den Supermarkt zeigen, weil unsere Zuschauer haben ja gesagt, ja, meine wo der Supermarkt Zuschauer, ist. Unsere Zuschauer haben mir bestimmt 10-mal geschrieben, wo der Supermarkt ist. Ich finde den jetzt selber. Mir auch. Mir haben mehr Zuschauer geschrieben. Nee, ich habe sogar Videos bekommen und Bilder. Ich auch. Und wenn ich den jetzt nicht finde, dann bin ich einfach wirklich zu blöd, ne? Ja, du bist auch so zu blöd, weil warum bist du Baby Dania? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Du bist blöd. Habt ihr das gehört? Das sollte... Nur weil du jetzt wieder... Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Boah, du nervst. Ich muss auch schlafen, aber ich will den Supermarkt finden. Nee, ich muss auch schlafen.
Du bist sowas von nervig als Baby, sage ich dir. Du hast doch gar nichts über meine Klamotten gesagt. Wärst du jetzt Mama Daniel? Aber deine Klamotten über meine... sind mir vollkommen egal. Was will ich mit deinen Klamotten? Ja, siehst Klamotten? Du? Wärst du Mama Daniel, dann würdest du sagen, oh, ja, toll, bin ich aber nicht. Klamotten. Jetzt hol doch nicht. Wärst du Papa Kahn, dann hättest du jetzt schon was zu essen gekauft. Ja, ich bin aber sowieso nicht Papa Kahn. Ja, du warst aber schon mal. Das war nur einmal. Ich habe ja den Laden jetzt gefunden. Wir haben das für unsere Zuschauer gemacht und du machst jetzt... Ich habe ihn gefunden, hier gibt's ja... Oh, hier gibt's Kuchen. Wo? Wo? Kuchen und wo ist Burger der Laden? Und Tacos und. Wo ist der Laden? Sag ich dir nicht. Ich dachte, du hast ganz viele Nachrichten bekommen. Ja, gibt's Kuchen und Popcorn. Oder kaufe ich alles? Oh, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden, was ich dir nicht zeigen werde. Ich kaufe das alles. Ich habe was gefunden, was ich dir nicht zeigen werde. Ist mir egal. Wo ist denn der Supermarkt? Tja, du solltest deine Nachrichten halt mal ein bisschen aufmerksamer lesen. Das tue ich. Okay. Du bist so nervig als Baby. So nervig. Boah, wie oft willst du das noch sagen, du Nervensäge? So oft, bis du das verstehst. Weißt du was? Ich bin mindestens schon selbstständig und kann mir meine eigenen Sachen kaufen. Und was kannst du? Ist das hier der Supermarkt? Boah, ist das cool. Oh, ich habe ihn auch gefunden. Guck, ich bin jetzt auch hier. Ja, ich habe ihn schon fast leer gekauft. Hier gibt's aber noch. Was haben wir denn hier? Ich brauche Wasser. Wassermelone auf jeden Fall. Davon hole ich mir. Schokomilch. Zwei. Hier gibt's Schokomilch. Himbeerkuchen. Oh, das ist ja toll. Ich bin im Wunderland. Boah, ist das cool, Digga. Ich hole mir so viel Schokoladenmilch, dass du keine mehr bekommst. Ich habe schon Schokoladenmilch, dankeschön. Außerdem stinkt's hier, weil du drin bist. Das stimmt gar nicht. Du bist schon voll lange hier drin. Nee, es stinkt erst, seit du drin bist. Vorher hat's gar nicht gestunken. Und ich habe auch gehört, dass die Polizei gleich kommt. Ja, um dich abzuholen wegen Stinkerei. Das ist fies! Oh. Das vielleicht ist fies! Nein, vielleicht bin doch ich das. Ich muss nämlich duschen. Du bist fies. Du bist richtig fies. Alle sagen, Baby Kahn ist fies, aber Baby Dania ist richtig fies, finde ich. Oh, erzähl doch nicht. Das macht mich jetzt sehr traurig. Du bist richtig fies. Boah. Ich hole mir jetzt Popcorn und das gehört nur mir. Ey, ganz ehrlich, hör einfach auf zu jammern, okay? Wie kann man nur so jammerig sein? Hallo, Justin. Was für Justin? Justin gehört der Frischgemüseladen. Ich versuche die Leute hier kennenzulernen, nicht so wie du. Was für Kälte? Ich kaufe ja Hotdogs von den... Oh ne, ist mir viel zu teuer, ey. Als ob ich euch für 20 Robux... Das ist ja Wucher. Welches so. Baby kann sich das denn leisten? Kein Tja. Baby kann sich das Doch. Leisten. Ich kann mir das leisten, weil ich ein kluges Baby bin. Und ein kluges Baby geht jetzt auch in die Schule, nicht so wie du. Ich gehe mich erstmal duschen. Ich will nämlich nicht... Dass ja, ich weiß. In der Schule. Ich weiß. Hier ist es ja egal, ob du stinkst. Ich weiß, die ganze Stadt Adopt Me City hat schon gesagt, wer ist Baby Danja? Weil seitdem sie in der Stadt ist, stinkt es. Und ich bekomme auch einen Preis, hast du schon gehört? Mann, warst du denn zuletzt duschen? Ja, du kriegst den Preis für den allergrößten Stinkstiefel, den es überhaupt gibt. Nein, nein. Doch. Mir wurde gesagt, dass ich das hübscheste Baby in Adopt Me City bin. Na klar doch. Na klar, wer hat dir das gesagt? Deine Mami? Deine ja, Mami? Ja, hat sie. Mhm. Du weißt schon, dass wenn ihr sowas sagt, dann zählt das nicht. Doch, das zählt. Nee. Doch, das zählt. Und ich werde dir jetzt den geheimen Platz, den die Zuschauer gesagt haben, werde ich dir nicht sagen. Ich hab was Geheimes entdeckt, was du niemals das entdecken Geheimnis. Wirst. Mhm. Oh. Dir hat niemand was Geheimes oh doch, gesagt. Oh doch, Leute, das wenn Das einzige Geheime für dich ist, dass du eigentlich in der Schule sein solltest. Ich bin und in der gar Schule. Bist. Ich bin in der Schule. Mist. Ja, dann bist du halt in der Schule. So, und ich werde euch jetzt was zeigen. Ihr kennt ich liege jetzt in deinem Bett. Und raus! Schlafe. Raus Nö. Aus meinem Bett! Ich komme jetzt zu Hause, ich schicke dich da raus. Nö. Ich ziehe dich da raus. Nö. Doch. Nö. Du bist nicht meine Schwester, das weißt du. Was weißt du schon? So, ich komme jetzt nach Hause. Guck, ich bin zu einer Party eingeladen worden. Und du? Ich auch. Nein, du lügst.
Doch. Sie lügt ganz klar. Irgendwas hat mich eingeladen zu einer Party. Nein, das hat sie nur gemacht, weil ich gesagt habe, sie soll dich einladen. Sie hat dich nur eingeladen, weil sie Mitleid hatte, weil ich so cool bin. Und ich habe gesagt, nee, sonst heult Baby Kahn wieder, weil er dann alleine zu Hause sitzt. Das stimmt gar nicht. Und nämlich Hausarrest hat. Das stimmt gar nicht. Guck mal. Du stinkst. Wann warst du denn das letzte Mal duschen? Bah. So, ich geh jetzt bei dir duschen. Haha, da musst du viel Rechnung bezahlen. Ich muss keine Rechnung bezahlen. Oh doch, oh doch. Nein. Oh doch. Ich bin ein Baby, ich bezahle keine Rechnung. Tja. Hast du nicht verstanden, wie das funktioniert? Ab morgen bist du wieder Mama, Danja, und dann hast du ein Problem. Ich weiß. Weißt du was? Ich weiß. Ich nehme Bunny mit. Bunny ist nämlich mein Haustier. Nein! Doch! Du bist so anstrengend. Wenn ich Papa Kahn wäre, würde ich mich nicht um dich kümmern. Oh, guck mal, mein Bett stinkt voll. Das stinkt voll nach Danja. Oh, Mann. Tja. Du wolltest sagen, es duftet. Boah, hättest du nicht. Boah. Also, wir haben... Ich war vorher baden im Swimmingpool. Wir haben aber auch ein Klo hier, ne? Das weißt du. Ja, und? Ja, ne? Da gehe ich nicht drauf, weil ja, du drauf gehst. Ja, das habe ich gemerkt. So, ich gehe jetzt zu diesem geheimen Ort, Leute, und ihr kommt mit. Denn ihr habt mir gesagt, wo dieser geheime Ort ist. Und Danja weiß nicht, wo das ist. Wo ist denn der geheime Ort? Tja, ich werde es dir nicht sagen. Ich will da auch hin. Nein, du bist fies, ich werde es dir nicht sagen. Solange du fies bist... Nee, ich will auch zu dem geheimen Ort. Du stinkst auch nur ein bisschen. Ja. Nö, jetzt nicht mehr. Die ganze Zeit bist du fies und jetzt auf einmal sagst du, wo ich sage, ich habe einen geheimen Ort? Ja, willst du es auch wissen? Kommt nicht in Frage. Oder, Leute? Nein. Ich will da hin. Du. Kommen wir nicht dahin? Ich bin schon auf dem Weg dahin. Zu zweit ist eh viel besser. Nein. Oh Mann, ich habe ihn gefunden! Wow! Was Hallo! Ist da? Was ist denn da? Hello there and welcome. Was ist denn da? Ist das toll. Das ist was für unsere Haustiere. Aber ich will auch dahin. Oh Mann, wie geht das denn? Bitte. Ich muss schon wieder duschen. Warum funktioniert das nicht? Was funktioniert denn nicht? Okay. Ich weiß schon, wie ich das mache. Und Danja weiß nicht, wo dieser Ort ist. Würdest du Bunny gerne dahin bringen? Wenn Bunny diesen Ort sehen würde, ne, die würde ausflippen, sage ich dir. Aber Danja weiß es nicht. Bist du traurig? Gleich, ja. Wärst du nicht so fies, dann hätte ich dir geholfen. Ich bin gar nicht fies. Doch, bist du. Nee. Okay, soll ich dir zeigen? Schnell duschen gehen. Du bist so nervig. Ich gehe jetzt erstmal zur Poolparty und danach überlege ich mir das, okay? Bist du auch mit deinem Haustier unterwegs? Ich will auch zur Poolparty. Wir sind hier bei der coolsten Poolparty. Nee, ich will da auch hin. Und dann gehen wir zusammen zu dem geheimen Ort. Ja? Können wir das machen? Ja, machen wir. Aber beeil dich! Ja. Aber ich muss schon sagen, die Poolparty ohne dich ist ziemlich cool. Das ist ein doofer Tag. So, du bist gemein zu mir. So, zum Abschluss gibt es jetzt noch einen Taco. Den habe ich mir bei Justin geholt, weißt du das? Ja, du... Und Justin kennt mich jetzt! Wo bist du denn? Ja, ich bin unterwegs. Ich kann auch nicht mehr machen, als mich beeilen, okay? Doch, kannst du. Kannst du das mal akzeptieren? Oh nein, hier da ist sie. Ich. Oh, komm, wir müssen schnell abhauen, Biene. So, nett. Jetzt komm mit. Hallo! Wo bist du denn? Ja, ich muss doch zur Poolparty. Oh, ich kann jetzt nicht auf dich warten. Warum?
Okay, ich muss noch einmal kurz zur Schule, okay? Danach. Ich will wieder erwachsen sein, ist doch. Ach so, okay. Ja, kannst du ja beim nächsten Mal. Aber jetzt zeige ich dir jetzt diesen Ort, okay? Was für ein Ort? Komm mal vor dieses Portal, wo wir in unsere Nachbarschaft wiederkommen. Vor diesem Tunnel. Warum? Komm da hin! Warte mal, bis Bunny da fertig ist mit Poolparty. Ich darf meine Haustiere nicht vernachlässigen. Ich habe nämlich verantwortungsbewusst. Ja, das war mir klar. Hm? Ja, du hast das nicht. Tut mir leid, dass du das nicht hast. Ich habe eine Biene. Ach ja. Mhm. Und was will deine Biene gerade? Popcorn. Und gibst du deiner Biene Popcorn? Mhm. Na gut. Kriegt sie von mir. Siehst du hier unter der Brücke? Ja. Warst du hier schon? Ja, da ist so eine Tür. Aber warst du da schon drin? Nee. Ja, los, rein. Dann geh mal rein. Guck mal. Das ist ein ganz toll. Das ist eine Höhle. Oh, cool. Ist cool, oder? Oh, krass. Ja, weißt du, was wir hier machen können? Wenn unsere Tiere ausgewachsen sind, ne? Ja. Dann kann man die so vereinen und dann wird das so ein richtig cooles Tier. Boah, krass. Ja, heftig, ne? Guck, ohne mich hättest du das gar nicht gefunden. Ja, du hättest es nicht gefunden ohne die Zuschauer. Ja, das stimmt natürlich. Aber ohne mich hättest du es nicht gefunden, oder? Ja, das stimmt, aber hier ist ja schon richtig cool. Oh. Ich weiß. So, kannst du jetzt, ich habe dir ja den geheimen Ort gezeigt, ne? Mhm. Kannst du jetzt beim nächsten Mal bitte wieder Mama Danja sein, bitte? Ist für uns beide besser, glaub es mir. Hm. Siehst du, ich bin schon krank bis. Kümmerst du dich um mich? Nein, ich bin nicht deine Mutter. Vielleicht bin ich es beim nächsten Mal wieder. Ja, solltest du. Oder Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn es so sein soll, dass Mama dann ja wieder da sein sollte beim nächsten Mal. Ich glaube schon. Und wenn es euch sonst gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir müssen jetzt schlafen, beide. Alle, auch Bunny absolut. Und auch die Biene. Und wir gehen jetzt ins Bett und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wupp, 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 wui. Ich bin original Keller gebräunt. Nein. Was, wenn ich mache? Nein, nein, nein. No! Hey Leute. Was geht? Ich höre dich nicht, Kahn. Was geht? Danja hier mit Babykahn heute. Und zwar nicht in Adopt Me City, sondern wir sind in einem super Wasserpark heute. Ich habe wieder mein Babykahn-Outfit. Aber ich bin gar nicht so klein heute. Siehst du, Mama Danja? Ja, das stimmt. Ja, das ist nur, weil wir heute mal unterwegs sind. Ja, ausnahmsweise. Und wir sind in einem klasse Wasserpark außerhalb von Adopt Me City. Sollen wir das eigentlich öfters machen, dass wir außerhalb von Adopt Me City sind? Hm. Gerne in die Kommentare damit. Und ich muss mich jetzt erstmal umziehen, Mama Danja. Oha. Ich kann auch nicht auf dich warten heute. Nee, das verstehe ich. Aber lauf mir bitte nicht weg, okay? Ich bin in diesem Wasserpark, hallo? Kannst du mir bitte was zu essen besorgen? Danke. Kannst du mal bitte warten? Hm. Danke. Ja. Jetzt beeil dich. Oh, du siehst sowas von peinlich aus. Es tut mir leid. Ich bin halt peinlich. Warum okay? bist du so groß? Ja, weil ich deine Mama bin. Kannst du mir was zu essen holen, bitte? Ja, was willst du denn haben? Ich möchte einen Burger. Was für einen Burger? Ist egal. Ein Veggie-Burger vielleicht. Okay. Mama Danja, das dauert zu lange. Entschuldigung. Ich gehe jetzt auf eine Rutsche, das dauert mir zu lange. Das dauert mir viel zu lange bei dir. Das glaube ich dir. Das geht leider auch gar nicht. Ja, ich will da nichts essen. Hauptsache, du blamierst mich hier heute nicht im Wasserpark. Dafür kann ich dir nicht garantieren. Das ja muss ich dir Darf ganz ehrlich sagen. Darf ich eigentlich auf alle Rutschen hier? Ich bin schon auf der ersten Rutsche. Wow! Sind die alle passend für Babys? Können da alle rutschen, oder? Ich glaube schon, ja. Also da steht jetzt keine Altersbeschränkung. Sicher? Ja. Na gut, ich rutsche auch mal. Hör auf zu schreien, das ist voll die Blamage. Kannst du mal aufhören zu schreien? Das ist richtig peinlich. Das ist richtig peinlich. Was ist dir peinlich? Soll ich dich mal ausrufen lassen? Weil ich sehe dich nein, nicht. Wo bist denn du? Ich bin... Hallo, Baby Kahn, bitte zum Eingang. Oh, ist das stressig.
Wir hätten hier als Kahn und Danja hinkommen sollen und nicht als Baby Kahn und Baby und als Mama Danja. Das sehe ich anders. Wo bist du denn jetzt? Ich komme jetzt wieder hier zum Shop. Baby Kahn. Ich bin jetzt bei... Was möchte ich? Ich möchte rutschen, schwimmen. Genau aus diesem Grund sind wir doch hier im Wasserpark. So, hier bin ich. Ja, hier, das sieht aus, als würde es hier Eis geben, aber ich komme da nicht rein. Ich komme da leider nicht rein. Ja, weil es keine Mitarbeiter gibt heute. Wir sollen hier vielleicht auch einfach nur schwimmen und rutschen. Na gut, jetzt auf dann Rutsche. Machen wir das. Floats and Snorkels. Wow. Ich suche mir diese Rutsche hier aus. Gefällt mir viel besser, sage ich euch. Ich darf doch alleine rutschen, oder? Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem Einhorn, einem Papagei, einem Drachen und einem Krokodil und irgendeinem... Woohoo! Oh Mann, ist die Rutsche cool. Oh, ich suche mir diese Rutsche aus. Oh, darf ich auf diese Falltürrutsche? Was? Darf ich auf diese Falltürrutsche? Ja, ne? Ja, darfst du. Ist erlaubt. Aber wo ist sie denn? Ich würde es auch gerne mal checken. Du bist die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, weil ich dir gerade was gekauft habe. Du kannst es mir doch sowieso nicht geben. Ja, na und? Aber ich dachte mir, ich hab's dann mal. Ja, kaufst du für dich selber. Vielleicht. Tolle Mama. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das auswählen kann, ehrlich gesagt. So, oh, das ist klasse. So, ihr könnt... Oh, hier will ich rutschen. Aber wie kann ich das denn jetzt benutzen? Ja, die alte Frau. Na gut, dann rutsche ich so. Wupp, 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 wui. Oh, oh. Okay. Oh, oh Mann, ist das cool. Oh, Mama, Daniel, kannst du nicht hier nach oben kommen? Wir können zu zweit rutschen. Ja, hier nach oben kommen. Du bist ja lustig. Wo ist denn hier nach oben? Wo ist denn das? Ganz weit oben. Baby kann. Nein, hallo. Du kannst hier nicht Was? Rein. So. Oh, 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 oh. Baby. Nein, nein, nein. Ich bin in dieser... Oh! Oh, war das cool. Alles okay? Ja, es ist alles super. Wo bist du? Ich lasse dich gleich im ganzen Park ausrufen. Ich bin am Strand. Entspann dich. Du bist so voll der Kontrollfreak. Weißt du das? Ich bin kein Kontrollfreak. Ich will nur nicht, dass du dich hier verletzt. Ich habe dich gefunden. Wo bist Baby, du denn? Kannst du mir sagen, wie ich meinen Schwimmring ausrüsten kann? Vielleicht über das Inventar. Ja, los, komm, ich will jetzt rutschen. Oh, jetzt komm schon. Es geht nicht über das Inventar. Ich habe voll sinnlos Geld ausgegeben. Warum hast du mich davor nicht gerettet? Sorry. So. Bestimmt ist das irgendwo, aber du kriegst es gerade nicht hin. Bist du eigentlich so gebräunt? Wann warst du in der Sonne? Ist doch super Wetter. Ich war doch auch in der Dort Me City bei der Poolparty, hallo? Ja, stimmt schon. Ja, siehst du? Ich bin original Keller gebräunt. Jetzt komm! Ja, hast du dich eingecremt heute? Hast du dich eingecremt, Kim? Ja, habe ich. Bist du sicher? Ja, Schutzfaktor. Möchtest du diese 40 Aussage? Oder so. Es gibt nicht Lichtschutzfaktor 40. Es gibt 50 und 50 plus. Es gibt doch auch 30. Ja, gibt's auch. Darf ich hier vielleicht runterspringen? Nein. Was, wenn ich Nein! Mache? Nein! Nein! Wenn du da jetzt runterspringst, dann sind wir hier weg. Dann gehen wir nie wieder einen Ausflug. Okay, vielleicht später. Nee, nix später. Oder so, vielleicht doch jetzt? Na, dann machen wir keinen Ausflug mehr. Guck mal, dann wo ich bin. Mit dem heutigen Video, Kahn. Soll ich runterspringen? Du bewegst dich jetzt wieder zurück. Los hierher. Jetzt, ich will rutschen. Ja, ich auch. Warum? Ach, nein, jetzt ist schon wieder zu. Guck, du warst zu langsam. Hä? Ich weiß doch gar nicht. Ja, dann komm doch hier drauf. Ja, warte kurz, bis es wieder grün ist. Lass sie nicht vor. Lass sie nicht vor. Ja, ach, jetzt, okay. Pass auf, gleich geht die Tür zu und dann fallen wir runter. Nicht erschrecken, okay? Okay. Es kann dir nichts passieren, Mama Danja. 5, 4, 3, 2, 1 und... Nein! Au, 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 au! Ich bin nicht im Wasser gelandet. Ich auch nicht. Tat voll weh. Ist eine doofe Rutsche. Darf ich hier ein bisschen schwimmen? Ja, darfst du. Guck mal, ich habe auch eine Sandburg für dich gebaut. Die hast du nicht gebaut. Doch, die ist von mir. Und ich hab die hier auch Muscheln mitgebracht. Nope. Das sind meine. Was deine? Larry, kannst du Mama Danja bitte sagen, dass ich diese Sandburg hier gebaut habe? Guck, Larry sagt ja. Hi, Larry. Danke, Larry. Ich schwimme jetzt bis ganz nach da hinten. Darf ich auch über diese Grenze hinaus schwimmen? Nein. Oh, mach ich aber. Nein. Mach ich aber. Baby Kahn. Ich lebe gefährlich. Vielleicht sind da Haie oder Geht so. So. Larry, könnten wir mal bitte kurz eine Durchsage durch dieses ganze Ding machen, dass Baby Kahn vermisst wird. Okay. Ich werde nicht vermisst. Ich werde jetzt auf diese Insel. Oh, guck mal, ich bin hier hinten. Der kleine Baby Kahn soll bitte am Eingang abgeholt werden. Ich weiß, der dass kleine du das bist. Baby Nein, nochmal dann, ja. Möge es interessiert bitte mich zum nicht. Eingang kommen. Der kleine Baby Kahn sucht seine Familie. Ich suche niemanden.
Guck mal. Mama Danja, hier ist ein Hai. Was machen wir jetzt? Den kannst du. Ja, wir. Den kannst du selber bekämpfen. Der kleine Babyzahn soll doch zum Eingang. Hilfe! Larry! Du veräppelst mich doch. Nein! Larry! Du stehst da hinten auf der Insel. Ich sehe dich doch. Siehst du? Ich kann hier hinten stehen und du nicht. Ah ja? War das eine Herausforderung? Ja. Oh, hier ist sogar. Ob ich da nicht hinschwimmen könnte. Hier ist sogar. Oh, ist das cool. Oh, der Wasserpark sieht richtig cool aus von hier. Finde ich auch. Oh nein, da kommt ein Hai. Oh, dieser Hai heißt Danja. Hilfe! Wow. Hilfe! Ja, ja. Wenn ein Hai kommt, ist natürlich die erste Reaktion, die man haben sollte, ins Wasser zu springen. Wer hat dich denn erzogen? So, ich gehe jetzt zurück in den Wasserpark. Ich habe noch nicht alle Rutschen gesehen. Das war nur ein Plan von mir, damit Mama Danja nicht mehr auf der Wasserparkinsel ist. Ha! Und es hat geklappt! Ich bin so gut. Ich bin so gemein und so gut. Dann mache ich einen Ausflug mit dir und dann sowas. Ich bin enttäuscht. Ich nicht. Ich bin enttäuscht. Ich hoffe, du merkst dir das. Nö. Ich bin nicht sauer auf dich. Ich kann mich gerade. Ich bin nur enttäuscht. Woohoo! Naja, aber du sollst ja noch ein bisschen Spaß haben heute. Oh, ist das cool! Oh, war das cool. Das ist wirklich schön hier. Das ist gemacht wie so eine kleine Insel. Können wir hier nicht Urlaub machen? Nein. Um Urlaub zu machen, müssen wir erstmal beide ein bisschen was arbeiten gehen, weil ich soll ja nicht mehr in der Schule. Ja, wir sollen ja ich soll ja nicht mehr in der Schule arbeiten. Kannst du dich erinnern? Ja, vielleicht kannst du ja bei. Da gab es ja großes Drama. Vielleicht kannst du ja bei Justin im Laden arbeiten. Nein. Wieso nicht? Weil ich nicht bei Justin im Lebensmittelladen arbeiten möchte. Aber wieso denn nicht? Kann ich auch nicht. Na, weil ich überqualifiziert bin für diesen Job. Aber das muss ich mit dir auch nicht besprechen. Das stimmt nicht. Du weißt schon, dass ich hier den Wasserpark heute von meinem Taschengeld bezahlt habe. Hast du nicht. Ich habe auch deinen Eintritt gezahlt. Das hast du nicht. Doch! Leute! Nein. Doch! Nein. Wuhu! Au. Außerdem, von wem bekommst du denn dein Taschengeld? Ja, und es ich mache hier gerade eine Obi übrigens. Es ist trotzdem mein Geld. Guck, du hast die Obi noch nicht mal geschafft. Du kannst keine Obis. Obis ist was für mich. Obis ist was für mich. Oh, ist das cool. Ich liebe diesen Wasserpark. Oh, ich habe was Geheimes, glaube ich, gefunden. Du hast überhaupt nichts Geheimes Doch! Gefunden. Nein. Doch, Mama Danja, ich habe was Geheimes gefunden. Ich will es überhaupt nicht wissen, was du schon wieder Geheimes Soll ich dir zeigen? Hast. Nein. Doch, ich zeig's dir. Ich leg mich hier in die Sonne. Nein, komm jetzt mit. Bitte, versprochen, ich lüge nicht. Wirklich. Mama Danja, los. Ich komm, pass auf. Ich komm mit. Ja. Aber ich weiß genau, dass du mir nur irgendeinen Käse zeigst. Nein, komm, ins Wasser. So, jetzt guck hier. Siehst du? Ups, okay. So, und jetzt, guck mal, das ist so eine Geheimhöhle. Da ist kein Wasser. Siehst du? Okay, cool, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Siehst du, ich habe die Wahrheit gesagt. Du bist ja ein richtiger Treasure Hunter. Siehst du mal. Babykan hat's drauf. Super cool. Guck, ich habe dich nicht angelogen. Stimmt. Siehst du? Sollen wir hier noch zum Abschluss vielleicht, danach können wir uns ja, weil guck mal, es wird auch langsam dunkel. Also bei mir wird's langsam dunkel. Also bei mir ist es dunkel nee. Schon. Och nee, ey. Wir alle wissen, wenn jemand irgendwo backt und festhängt, dann bin ich das. Kommst du nicht mehr? Ich steck mit dem Kopf in der Wand fest. Das ist wieder so typisch Mama Danja. So, ich nehme ja, jetzt noch moin. Diese Rutsche. Woohoo! Wir gucken mal nach Mama Danja. Mama Danja, soll ich einen Bademeister rufen? Ja, bitte. Der soll mich Oh hier nein, mal jetzt rausholen. Geht's auch nicht. Jetzt hänge ich auch fest. Oh, danke, Mama Danja. Toller Abschluss hier für den Ausflug im Wasserpark. Dankeschön. Na, so ist das wohl. Danke. Hat sich ja super gelohnt. Leute, wenn ihr Spaß hattet mit Babykan und Mama Danja hier im Wasserpark, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht auch noch einen Ausflug zu Murder Mystery machen sollen. Kennst du das Spiel? Nein, aber du wirst mir bestimmt sagen, wie es geht. Ja. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Locker vom Hocker. Ja, ich brauche ein billigeres Kind, ganz eindeutig. Oh. Wenn du reinkommen willst, musst du erst anklopfen. Du hast nicht geklopft! Hey Leute! Was geht? Mama Danja, hier mit! Babykan, Hallöchen, Mama Danja! Hurray, Hallöchen! Was machen wir heute? Du hast gesagt, heute machen wir was Cooles. Ja, wir richten heute unser Haus ein.
Oh, darf ich mithelfen? Ja. Wie denn? Darf ich da mein eigenes Zimmer einrichten? Ja, du bekommst von mir Taschengeld und damit darfst du dir dein Zimmer einrichten. Wie, ich muss noch nicht mal mein eigenes Geld hier ausgeben? Ach so, deswegen habe ich das Sparschwein jetzt. Mhm. Okay, okay, los, her damit! Bitteschön, du kriegst jetzt erstmal 200 Bucks und die darfst cool. du für dein Zimmer verwenden. Okay, ich gehe dann in mein Zimmer. Sehr gut. Okay, was könnte ich denn in meinem Zimmer hier machen? Ich glaube, aber du musst hier auch Sachen, ich kann hier Sachen nicht löschen. Kannst du mir einmal helfen, bitte? Ja, warum kannst du die denn nicht löschen? Das ist ja nicht mein Haus, das ist ja dein Haus. So, wenn du hier aufs Haus... Kannst du mir jetzt Folgendes einmal löschen? Und zwar möchte ich dieses große Bett, das muss gelöscht werden. Da kann ich nicht drin schlafen. Aber da ich kann doch... Schlafen. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber ich will nicht, dass du... Hallo, das ist mein Zimmer. Ja, ich bin doch schon dabei. Löschen! Ja, was okay. noch? Kannst du das hier auch bitte löschen, diesen Sitz? Ich will einen anderen. Der Sessel? Mhm. Ja, und dann diesen schon. Koffer, den brauche ich auch nicht. Okay. Und diese Kerze, die ist gefährlich. Okay. Okay, und natürlich dieses Bett hier. Das ist, ich will nicht so ein richtiges Babybett. Ich möchte mal ein anderes. Okay. Okay, danke schön. Das reicht jetzt raus. Reicht? Okay, dann gehe ich ja. jetzt wieder. Dankeschön. Und ich, also hier oben ist das Bad. So. Ich habe hier schon ein ganz kleines bisschen was gemacht hier unten. Mal schauen. Soll ich ein Piratenzimmer machen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein richtig cooles Bett. Ich gucke jetzt erstmal wegen der Lampe, weil da habe ich hier unten momentan keine an der Decke. Oh ja, ich mache so ein richtiges... Oh ja, ich mache ein richtig cooles Zimmer hier. Das wird so richtig sommerlich. Denk aber bitte dran, dass dein Zimmer jetzt nicht jede Woche neu eingerichtet wird, ne? Sag. Wie? Nein? Nein. Okay. Boah, finde ich okay. Ich finde das hier also eigentlich ganz cool mit dem Einrichten, aber auch manchmal ein bisschen unübersichtlich. Schwierig. Ja, ein bisschen unübersichtlich teilweise. Ich habe gar nicht mehr so viel Geld. Oh. Fernseher haben wir ja jetzt hier noch keinen. Hm. Aber Daniel, ich kann mir gar nicht so viel kaufen. Hm. Warum? Also die 200 reichen locker, weil mit 200 habe ich sowohl die Küche als auch das Bad als auch das Wohnzimmer eingerichtet. Da wirst du es wohl schaffen, dein kleines Pupsi-Zimmer da einzurichten, Freundchen. Hallo, das ist nicht klein. Ja, okay, ich schaff's schon, ich krieg's hin. Das glaube ich allerdings auch, dass du das hinkriegst. Ich krieg's schon hin, okay, ich schaue einfach mal. Darfst halt nicht das Teuerste vom Teuersten kaufen, Kind. Da muss ich wieder in der Schule arbeiten, weißt du? Hast du dir jetzt aber schon ein Thema ausgesucht, was dir gefällt? Ja, aber das ist alles so teuer, deswegen kann ich nicht alles von einem Thema holen. Oh, wolltest du das Piratenthema oder was? Nein, ich wollte so Insel. Du musst auch gleich meine Tapete auf jeden Fall hier ändern und noch was löschen. Deine Tapete? Kannst du die nicht selber? Mhm. Ja, das ist ja ein cooler Sessel. Mhm. Kannst du vielleicht so, mal gucken, vielleicht so babyblau mein Zimmer machen und den Boden auch bitte verändern? So, das ist so, als wäre es Sand. Also, da kannst du ja vielleicht was Helles nehmen. Das ich gehe dann so lange duschen, der, okay? An der Wand so einfarbige Sachen gibt's gar nicht. Geh erstmal kurz baden. Also, es gibt für die Wand an einfarbigen Sachen gibt es orange, so ein dreckiges lila, pink, rot, gelb, normales lila, schwarz, weiß. Nein, Babyblau! Es gibt kein Babyblau. Es gibt kein Babyblau. Ja, dann lass dir was einfallen. Kannst du das hier an der Wand vielleicht löschen? Stört mich. Das Regal hier, oder was? Und auch hier diesen Baum kannst du löschen. So. Dankeschön. Du, es gibt leider kein Babyblau. Es gäbe diese gestreifte Tapete, die wir im alten Haus hatten. Okay. Dann gibt es hier noch so eine mit so einem Muster. Also die hier. Siehst du das, wenn ich das verändere? Nein. Okay. Dann gibt es noch was mit so Wellen. Und ja, ich glaube, das ist am ehesten. Ja, ja das. Okay, das ist gut. Ja? Und jetzt noch den Boden, bitte. Schätze denn da gerne? Ja, so als wäre es Sand, weißt du? Locker vom Hocker. Ich brauche jetzt aber wirklich nochmal Geld. Warum brauchst du denn schon wieder Geld? Warum? Ich muss doch auch die ganze Bude noch einrichten, du Verrückter. Ich habe mal $200 bekommen. Ja. Was willst du dir denn kaufen, hör mal? Ich brauche noch ein Bett und ich brauche noch einen Stuhl und ich brauche noch einen Fernseher hier drin. Hm. Und eine Couch. Ja, ich brauche ein billigeres Kind, ganz eindeutig. Das will ich jetzt nicht gehört haben.
Das will ich jetzt nicht gehört haben. Das will ich jetzt nicht gehört haben. Ja, dann hast du es halt nicht gehört. Ich hab's aber gesagt. Du bist teuer. Also das, was am ehesten rankommt, ist das hier. Nein, das muss so... Kannst du es nicht ganz gibt normal so nichts anderes. Ja, dann Laminat, Laminat. Ganz normal Laminat, bitte. Ey, so Holzboden. Du willst mich doch echt... Du kannst das doch wieder... Du musst das doch nicht kaufen. Ja, natürlich muss ich das kaufen, sonst siehst du es ja gar nicht. Nein, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Du willst mich doch verkackeiern. Komm, ganz normal so Laminat. So. Ja, danke. Ja, das passt doch. Super. So, und jetzt brauche ich nochmal $500, bitte. Ich habe keine $500. Dann 300 nochmal? Ich habe keine... Ich habe gar kein Geld mehr. Also ich will mir so ein Donut-Bett holen. Das wäre cool. So eine Donut-Krippe. Ein Donut-Bett. Donut-Krippe. Hallo, kann ich jetzt bitte ein bisschen Geld haben? Kind. Ich brauche aber noch was. Ja, ja, ich brauche auch was. Eine Donut-Krippe willst du jetzt, ja? Oh, ich wollte das selber kaufen. Oh, nee, warte mal. Jetzt hab ich das ist falsch. Ja, jetzt beruhigst du dich mal. Nimm dir das jetzt und sei zufrieden mit deinem Leben, okay? So, ich schieb's dir ins Zimmer und dann machst du jetzt damit, was du willst. Ich brauche aber noch andere Sachen. Dann nimm dein eigenes Geld, Kind. Ich hab doch aber nichts mehr. Versprochen, ich geb dir was vom Geld im anderen Haus ab, okay? Das können wir noch in diesem Video machen. Aber das bringt doch gar nichts. Doch, dann kriegst du dein Geld zurück. Nee, das geht ja nicht. Nee, das geht ja nicht. Aber trotzdem! Ich brauche ein bisschen mehr in meinem Zimmer. Dann verkauf halt was. Ich kann doch nicht. Oh. Na, ich muss jetzt halt dieses ganze Bodenzeugs kaufen. Ich weiß gar nicht. Ich kann das kannst ja du nicht. Mir nicht noch, kannst du mir nicht noch $200 überweisen, bitte? Ich habe das ist das 25 Letzte. Bucks. Ich habe 15. Ja. Da musst du dir mit Robux halt was holen. Was brauchst du jetzt? Dieses dekadente Kind, ne? Ich brauche $200. Nur 200. So, bitteschön. Dankeschön. Mutti muss sich immer darum kümmern, dass die Kohle im Haus ist, wa? So, versprochen, jetzt krieg ich's hin. Ja, besser ist. Ich muss besser mich jetzt ist, ansonsten verkaufe ich alles. Ich muss erstmal schlafen. Ich habe ein tolles Zimmer. Ich habe ein Donutbett und dann habe ich so eine riesige Kokosnuss, wo ich mich reinsetzen kann. Ich brauche eigentlich noch einen Fernseher. Ja, den musst du dir selber kaufen. Den kannst du dir von deinem Taschengeld gönnen. Kann ich die Türen? Ja, die kann ich auch voll. Was machst du da unten? Nix natürlich. Ich chille, das, was ich immer mache, weißt du doch. Ach, Pelikan. So. Nee, ich habe uns für die Küche ein paar neue Sachen gekauft. Das kann weg. Na Mensch, dein Taschengeld ist aber schnell weg. Ich habe mir einen Fernseher gekauft. Aha. Ja gut, dafür kann man mal Geld ausgeben. Ich habe uns jetzt auch schöne Stühle gekauft, damit wir schön essen können. Am Tisch mal essen können. Ja. Siehst du, jetzt ärgere ich mich, dass ich deine Kerze weggegeben habe. Weil mit der Kerze, die hätte ich jetzt hier schön am Tisch stellen können. Also ich bin, glaube ich, zufrieden. Ja? Soll ich mal gucken kommen? Ja, kannst du. Cool. Okay. Ich habe sogar eine Donutlampe. Wow. Cool. Und wenn ich bald noch mehr Taschengeld bekomme, dann habe ich ein richtig cooles Zimmer. Aber jetzt bin ich erstmal zufrieden. Wenn du reinkommen willst, musst du erst anklopfen. Du hast nicht geklopft! Schön, das hast du schön gemacht. Ich Mensch, weiß. Mensch, Baby. Siehst du, ich habe mein Geld richtig investiert bei uns. Toll, ist wirklich ein schönes Zimmer schlafen. Geworden. Schönes Zimmer. Ich weiß. Hier kann schöne ich immer Lampen schön Fernsehen gucken. Gekauft oder waren die schon drin? Was? Zwischen Lampen dazu gekauft oder waren die schon drin? Nein, die habe ich dazu gekauft. Ah, hübschi, hübschi. Ja, ich muss jetzt duschen. Ja, das solltest du wirklich. Ich riech's schon. So raus. Ich bin da schon draußen. Wo sind die Türen? Hallo? Was? Hier ist keine Tür mehr. Ja, stimmt. Habe ich weggemacht. Ja, aber wenn ich jetzt hier bade, dann sieht mich doch jeder. Du sollst ja auch duschen gehen und nicht immer den Whirlpool schmutzig machen. Das ist doch ekelhaft. Aber wir haben keine Dusche. Hör mal. Haben wir eine Dusche? Ja, oben im Bad. Wo? Im Bad? Wirklich? Das habe ich noch gar nicht gesehen, Mama Danja. Na, komm mit. Da ist sogar ein Spiegel. Guck. Ach so. Da ist eine Dusche. Ja, stimmt, sorry. Aber du hast ja gar nichts in diesem Haus gemacht. Ich habe ja mein... Also ich habe ja ein neues Zimmer bekommen. Ist mich eigentlich... Natürlich habe ich was gemacht. So, ich muss jetzt zur Schule erstmal. Geh dahin. Später. Geh in die Schule. Ich kümmere mich hier weiter. Ja, wir sehen uns später. Ich bin noch wahnsinnig. Hallo, ich habe das gehört. Na, was? Komm ich habe gar nichts gesagt. Oh doch. Mm-mm. Oh doch.
So, ich kriegst jetzt erstmal einen Apfel. Ach Gottchen, hier kann man hast ja hast du gegessen? So los. Oh, darf ich zu einer Party vor der Schule? Vor der Schule? Ja. Bist du verrückt? Glaube okay, nicht. Ich hab schon verstanden. Soll ich noch nach der Schule was einkaufen oder haben wir alles? Du kannst gerne was mit einkaufen, wenn du gerade schon fragst. Okay, was brauchst du denn? Ja, ein bisschen Wasser könntest du mitbringen. Okay. Und was zum Hallo? Abendessen, je nachdem, was du heute essen magst. Oh, Mama, mir geht's nicht so gut. Kann ich ins Krankenhaus? Ja, geh ins Krankenhaus. Schaffst du es alleine oder soll ich dich hinbringen? Ja, okay. Ja, ich schaffe es alleine. Ich schaffe alles alleine. Hallo? Naja, gut. Das. Hey! Was? Hallo und hallo. Und wie ist es so in der Schule ohne mich? Ist gut, ist gut. Hast du denn das jetzt einen neuen Job? Nicht, ja. Tschüss! Nein. Nee, ich und bin tschüss. Jetzt professionelle Innenausstatterin. Professionell? Professionelle Adopt-Me-Innenausstatterin. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis mich hier jemand engagiert. Ach, das ist ja für Tassen, ne? Ich bin ja lustig. So, ich bin noch in der Schule. So, Schule ist schon vorbei. Das ging aber schnell. Also ich hole jetzt Wasser, okay? Ja, mach das. In Ordnung. Oh, ich freue mich. Komm, Biene. Ich freue mich richtig auf mein Zimmer. Kann ich eigentlich schon fliegen? Oh, nein, noch nicht. Das ist zu teuer. So, wolltest du jetzt mit deiner Biene wegfliegen, oder was? Ja, aber das ist zu teuer. Jetzt noch nicht. Es gibt echt coole Sachen, ne? Wo? Für die Wohnung. Es gibt echt coole ja. Sachen für die Wohnung. Hallo, Justin. Ich muss Wasser holen. Wie viel? Hallo. Ach so, hol mal ein Sixpack, bitte. Okay, das sollte reichen. Sonst noch was? Melonen, Hamburger, Tacos. Na, was du heute zum Abendessen willst, wie gesagt. Nee, ich hab mein Abendessen schon. Mach's gut, Justin. Ich komm jetzt nach Hause. Ich hab auch richtig Hunger. Ja? Sehr, sehr ja. gut. Ich als Mutter hab wie immer keinen Hunger. Okay, die Türen finde ich passen auch besser. Gut. Oh, es fährt gleich ein Ballon. Kann ich nicht vielleicht damit mitfahren? Ja, wenn du möchtest. Ja, okay, in 30 Sekunden. Du hast ja dein Zimmer eingerichtet, dann kannst du... Nein! Nein, nein! Nein! Was denn? Ist er jetzt schon abgeflogen? Ich bin runtergefallen. Alles okay oder soll ich dich retten kommen? Ja. Hallo, Captain. Darf ich mitkommen? Oh! Are you okay? Ja, mir geht's gut. Wir fliegen jetzt mit dem Luftballon, okay? Ja, ich denke, dass das okay ist. Oh, ich freue mich richtig. Was denn? Und du fliegst jetzt da weg oder wird oder ja! Dankeschön! Der Flug wurde gesponsert. Man soll ja seinen Kindern vieles erlauben. Man soll ihn ja freihalten lassen. Darf ich hier auch was essen, hier oben? Oh Mann. Es gibt ein Luftschloss. Darf ich da rein? Oh, ein Luftschloss. Wow. Ich gehe mal in das Luftschloss. Oh Mann! Man kann hier so Zaubertränke kaufen. Okay. Die kaufe ich mir. Okay. Die sind auch nicht teuer. Okay. Soll ich dir auch welche kaufen? Zaubertränke? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob du das tun solltest. Es gibt einen Wachstumszaubertrank, den kaufe ich. Oh nee. Vielleicht kann ich den beim nächsten Mal benutzen. Vielleicht werde ich dann direkt erwachsen. Ich glaube, das wäre cool, oder? Ich glaube, das kannst du eher deinen Tieren geben, oder? Stimmt. Warte, ich versuche das jetzt mal. Das ist was Gutes. Nein, man kann es nicht. Das geht nicht. Nicht? Es tut mir leid. Oh, das ist so cool hier. Warte, hier schon mal Leute bestimmt, ne? Wo geht's hier oben hin? Das ist voll cool hier. Oh, das ist ein Trampolin. Okay. Ich bin ganz oben auf dem Schloss. Ganz, ganz oben über Adopt Me City. Bitte tu dir nicht weh. Nein, nein, nein. Ich komme jetzt nach Hause. Das müssen wir gemeinsam mal machen, okay? Okay. Aber tu was dir ist nicht das? Weh. Darf ich Bungee springen, bitte? Wow. Nee. Irgendwo ist auch mal gut. Bitte. Nein. Okay, gut. Lass es sein. Sehr gut, danke schön. Ich komme wieder nach Hause, okay? Besser ist das. Au, 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 au. Ach, hier standen jetzt die ganzen Dinger rum. Oh, oh. Hier dann doch gerne doch. Oh, oh. Was denn? Oh, oh, wir schimpfen. Oh, nee. Was ist denn? Ich habe einen Zaubertrank getrunken und der hat was Komisches gemacht. Was ist passiert? Ich zeig's dir, okay? Aber nicht schimpfen, okay? Baby kann. Ich weiß auch nicht, ob... Es sieht ein bisschen komisch aus. Ich komm nach Hause, okay? Ich bin auch müde. Was hast du denn gemacht?
Was hast du gemacht? Leute, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, bleibt das jetzt für immer so? Oh Gott. Daran musst du dich erstmal gewöhnen. Was ist denn passiert? Aber es sieht eigentlich ganz cool aus. Also ich bin jetzt auch richtig klug. Das wirst du sehen. Mhm. Ich bin richtig klug jetzt. Ich habe nicht nur mein eigenes Zimmer, sondern ich bin jetzt ein Genie. Das auch noch, ja. Ja. Hier bin ich! Hä, ist alles okay? So normal. Ach nee, du bist klein. Bist du noch kleiner als sonst? Nein. Mein Kopf! Dein Kopf ist größer. Ja, bei mir ist mein Kopf größer. Oh nee, da ist jetzt noch mehr Platz, damit dort nervige Sachen rauskommen. Oh ja, so sieht's aus. So, ich geh jetzt schlafen. Aber ich muss erstmal was essen. Warte, ich esse jetzt erstmal was. Das ist in Ordnung. Butterbrot ist in Ordnung? Ist in Ordnung. So, ich gehe jetzt noch einmal kurz duschen und dann gehe ich schlafen, okay? Okay. Auf den Spielplatz gehe ich heute nicht mehr. Mhm. So, mir hat Spaß gemacht heute aber. Danke, dass ich mein Zimmer so einrichten konnte. Ja, das freut mich, dass dir das Spaß gemacht hat. Ich habe ein neues Zimmer! Ja, ich habe jetzt auch hier unten fürs Poolzimmer einige Sachen gekauft. Ich habe für die Küche einen neuen Esstisch. Wollen wir dann zusammen Abendessen? Nein, ich bin schon am Schlafen. Ich stehe erst morgen wieder auf. Ach so, okay. Und für Bunny habe ich hier unten noch was gekauft. Gute Nacht, Mama Danja. Gute Nacht, Babykan. Und gute Nacht euch. Ciao.